Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Dyson Sphere Program. Wir werden jetzt heute mit dem Let's Play tatsächlich starten, weil das angespielt kam so gut bei euch an. Es hat so viele Likes gegeben. Ja, da konnte ich natürlich nicht anders. Ich habe ganz bewusst diesen Startbildschirm hier jetzt einmal ausgewählt, damit ihr hier sehen könnt, welchen Cluster Seed ich spiele. Dann könnt ihr das, wenn ihr möchtet, natürlich auch nachspielen. Und ja, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Ja, ich glaube, den Flug jetzt, doch, wir lassen ihn drin. Für all diejenigen, die das Let's Play sehen und das angespielt nicht gesehen haben, ist das ja vielleicht ganz interessant. You may find it's different from our homeland. Should you be able to adapt to the laws of physics in a short time, I am your advisor and will help you through this mission. Ja, fliegen wir an der Sonne vorbei. Interessant, dass unser Raumfahrzeug, Raumschiff, wie auch immer wir das nennen wollen, das Ganze so überstehen kann. Everything here is yours. As one of Cosmo and the pioneer of the Dyson Sphere program, you will explore this cluster step by step. By using the resources here to construct the Dyson Sphere to provide energy for the center brain, to maintain homeland, starting from scratch. I have chosen a designated planet for you to start the mission, which has necessary resources for initial development. Now please drive the space capsule to the planet. Ja, wir sind bald da. Was ich vielleicht noch sagen kann, also ich plane auf jeden Fall jetzt erstmal so, weiß ich nicht, ein paar Folgen auf jeden Fall zu machen. Und je nachdem, wie das dann bei euch ankommt, auch wie viele Likes die Videos bekommen und so, werde ich dann das Ganze auf jeden Fall auch noch weiterführen. Ja, ihr habt also so ein bisschen selber in der Hand, wie viel oder wie lange das Let's Play laufen wird. Schauen wir einfach mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Und ja, jetzt werden wir erstmal landen. Müssen wir sehen, dass wir gleich... perfekte Stelle. Wir haben direkt Eisenerz und Kupfererz direkt nebeneinander. Viel Platz zum Bauen. Besser kann es ja fast nicht laufen. Kohle ist auch gleich da. Steine, ja, liegen hier nur einzeln welche rum, aber... Ja, bauen wir erstmal ein paar Bäume hier ab. Damit wir nämlich direkt die ersten Sachen hier in unsere Fuel Chamber reinpacken können, damit unser Icarus weiterhin Strom hat. Und dann machen wir danach unsere Landekapsel. Die werden wir jetzt zerlegen. You can use the same operation to collect resources, such as trees, gravel, etc. In the meantime, hold down Shift and right-click to give a series of commands. Ja, ne, das kennen wir schon aus dem Angespielt. Man kann mit Shift und Rechtsklick mehrere Aufträge hintereinander packen. Lower right corner of the screen to open the cabin to view them. Die hier auch noch weg. So, dann müssen wir erstmal eine Forschung auswählen. Ich würde sagen, wir beginnen mal. Das sind nämlich die ersten Sachen, die wir brauchen. Einmal die Mining Machine und dann die, die Windturbine und eine Tesla-Spule. Oder ein Tesla Tower ist es. Ich erkläre dann gleich noch, was sowas macht. Hier den Mecha-Core, den können wir auch direkt mit reinnehmen. So, und für die Forschung, die wir jetzt hier haben, ne, sehen wir ja, das erste brauchen wir Magnetic Coils. Die können wir hier, wenn wir F drücken, herstellen. Und zwar nehmen wir hier dann, wählen wir die Sachen aus, die wir produzieren wollen, stellen hier die Anzahl ein. Nämlich 10 Stück. Da wird, obwohl, ne, wir stellen mit einem Produktionszyklus, stellen wir
2 her. Das reicht, das heißt, es reicht, wenn wir hier 5 machen. Dann werden nämlich 10 produziert. Und wir haben hier genau die passende Zahl. Fertig. So, bauen wir nebenbei mal ein bisschen was an Kupfererz schon ab, weil davon brauchen wir auch reichlich. So, wir haben die ersten Sachen freigeschaltet. Elektromagnetismus, also wie gesagt die Mining Machine, den Tesla Tower und die Windturbine. Das Schöne ist, wenn wir die Sachen das erste Mal erforschen, dann kriegen wir die Sachen auch direkt ins Inventar gepackt, dass wir die auch direkt bauen können. Das werden wir auch gleich machen. So. Wenn wir das Ganze hier platzieren, ich wollte nur nebenbei ein bisschen Eisenerz abbauen. So, das können wir hier platzieren. Mit der Taste R können wir das drehen und dann wird gleichzeitig die Shift-Taste drücken. Dann haben wir eine Möglichkeit, dass wir das einfacher oder langsamer drehen können, sondern nicht so sprungweise. Und wir können es auch hier frei bewegen, dass es nicht am Raster ausgerichtet ist. Weil wenn ich die Taste nicht drücke, dann seht ihr das, wie das immer ja, am Raster ausgerichtet vorwärts springt. Ziehen wir das Ganze mal da. Dann seht ihr das, obwohl ich weiß nicht, ob man es jetzt so schnell sehen konnte, aber von unserem Icarus fliegen dann eine Drohne los und baut dann das Ganze. Hier müssen wir jetzt dann in die Nähe eine Windturbine bauen. Die packen wir mal direkt daneben und die erzeugt dann in dem Umkreis, den wir sehen können, Strom. So, jetzt fängt ihr an. Dass der Miner arbeitet, kann man ja einmal hier oben an der Drehung sehen und auch hier, ne, dass dort an den Feldern abgebaut wird und wir könnten uns hier jetzt das Material rausholen. Mit einem Shift-Links-Klick mache ich das immer und ja, ist jetzt alles hier drin. Wir könnten jetzt hier die Sachen, die wir für die Erforschung brauchen, direkt auch herstellen. Dafür brauchen wir hier den Replikator, das machen wir mit F. Und wählen dann einfach mal aus, dass wir noch 10 Iron Ingots herstellen. Da ist es nur einer, also brauchen wir die 10 Aufträge. Und wir brauchen noch 15 von denen, das heißt wir gehen darauf, da ist es auch nur einer pro Herstellung, also einmal 5. Und noch 10 weitere, dann haben wir die 15. Die werden jetzt hergestellt und parallel wird dann auch gleich direkt erforscht. So, neben den ersten Sachen, die wir hier jetzt produziert haben, erforschen wir jetzt gerade den Kern von unserem Mecher. Ihr könnt jetzt hier noch sehen, dass wir ja bis zu 100, ich weiß gar nicht, ob man es irgendwo sehen kann, aber bis zu 100 Megawatt ist jetzt die Kapazität von unserem Akku. Und wenn wir das gleich erforscht haben, steigt das auf 140. Das heißt, wir können da ein bisschen mehr ja, Kapazität vorhalten. Bauen wir in der Zwischenzeit noch mal wieder ein bisschen was ab. So, jetzt haben wir Mecher Core Level 1. Da stehen, sehen wir auch plus 40 Megajoule. Max Core Energy. Und ne, man sieht es jetzt hier, wir sind bei 75, ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Also ist 140 die komplette Kapazität. Ja, die Sachen hier alle da rein, damit sich unser Akku wieder weiter voll lädt. Und ja, dann können wir eigentlich an die nächsten Forschungen rangehen. Ich klicke das hier mal alles weg. So, und zwar haben wir hier oben jetzt unser Basic Logistics System. Und da haben wir Förderbänder, wir haben einen Sorter und wir haben einen ja, Speicher, einen Storage, einen Lager besser gesagt. Das aktivieren wir mal. Das wird dann hier oben in ja, unsere Forschungsreihenfolge eingefügt. Hier haben wir den Smelter, glaube ich, und Glas als Material freigeschaltet. Das packen wir auch mit rein. Die
elektromagnetische Matrix. Das heißt, diese blauen Würfel, die gibt es später auch noch in anderen Farben. Können wir da schon mal reinpacken. Und dann haben wir, glaube ich, schon... Ne, das hier können wir noch nehmen. Das ist, glaube ich, genau die Assembling-Maschine. Da können wir Sachen mit zusammenbauen. Und ich glaube, die anderen Sachen sind dann schon... Richtig, da brauchen wir dann die blauen Würfel für. Die nehmen wir später mal. Was haben wir hier? Achso, den Wireless Power Tower, genau. Und Electromagnetic Drive, den packe ich schon mal mit in die Reihe rein, weil den werden wir dann auch brauchen. So, jetzt müssen wir hier wieder Sachen hinzufügen, wobei wir können nebenbei ruhig weiter abbauen. Nämlich 10 davon. Auch 10 Platinen, wobei da werden wieder pro Herstellungszyklus 2 hergestellt, also müssen wir nur 5-mal das Ganze einfügen. Was sehr schön ist an diesem Spiel, wenn ich jetzt hier die Platinen herstelle und ich habe zu wenig Materialien, die ich dafür brauche im Inventar, dann werden die automatisch mit in die Produktionsreihen mit aufgenommen. Das erspart natürlich unglaublich viel Denk- und auch Klickarbeit, dass man einfach nur das auswählt, was man fertig haben möchte, und alle anderen vorherigen Sachen werden da eingefügt. Einfach göttlich. So, ja, wir haben ja hier oben schon einen Miner für das Eisen. Wir bräuchten jetzt eigentlich auch einen fürs Kupfer. Den können wir auf eine ähnliche Art und Weise, oder eigentlich sogar auf die genaue Art und Weise herstellen. Wir könnten es jetzt von hier aus machen, oder? Was auch sehr gut ist, wenn wir hier unten im Baumenü sind und wir wollen davon einen haben. Dann wird uns angezeigt, dass wir nicht genug haben, aber mit einem Doppelklick kommen wir direkt in das Baumenü und können dann einen herstellen. Wir sehen schon, dafür brauchen wir ziemlich viel. Aber es wird gemacht. So, jetzt haben wir die Förderbänder und Co. freigeschaltet. Da werden wir dann auch gleich noch sehen, wie das Ganze funktioniert. Use the conveyor belt to transport the piled up ores from the mining machine, and the sorter can deliver the ores from the conveyor belt to the smelter for automatic smelting. So, Windturbinen, davon stellen wir auch mal. Ich würde da direkt 2, 3, ja, ruhig gleich 3 Stück von herstellen lassen, weil die brauchen wir auch kontinuierlich. So, und den hier. Dann jetzt hier mal. Ich weiß nur nicht, an welcher Stelle wir am meisten. Machen wir es, glaube ich, besser so, dann können wir nämlich später vielleicht dort noch mal einen von der Seite aus auch ranpacken. Strom. So. Dahin. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich mit den ersten Produktionen beginnen. Weil wir parallel hier auch noch mal weiter die Sachen erforschen müssen, weil da sind noch so ein paar Sachen. Ich weiß ja, was ich als nächstes machen möchte. Deswegen muss ich da so ein klein wenig drauf hinarbeiten, nämlich ja. Machen wir erstmal das. Kann hier zwischendurch ein bisschen was einsammeln. Achso, und was wir gleich natürlich noch brauchen werden, ist ein ganzer Schwung Kohle. Deswegen gehe ich das jetzt mal parallel sammeln, während wir dann warten, dass die Sachen hier fertig werden. So, was ist mit denen? Achso, die Platinen werden jetzt gebaut. Okay. Ja, das hier ist unser Inventar übrigens, ne? Falls, ich glaube, ich habe es noch nicht erklärt gehabt. Da werden alle Sachen, die wir sammeln, die wir bekommen und so weiter, werden da direkt reingepackt.
Gleich ist die nächste Forschung durch. Das war jetzt der Smelter, genau, da können wir auch direkt, ne, man sieht auch da unten, ja, was für Materialien wir dafür brauchen, und es steht kurz erklärt, was wir damit machen können, also diese Barren hier zum Beispiel herstellen. So, jetzt brauchen wir wieder jeweils 5, also wir brauchen 10, aber 5 Bauaufträge. Dann können wir doch eigentlich mal in die Forschung schauen, was wir denn hier brauchen. 10 Platinen, 10 Zahnräder, dann können wir nämlich das auch schon direkt einpflegen. Und dann haben wir noch, achso, da sind jetzt schon die ersten 50 Würfel, okay. So, warum ich so viel Kohle auswähle oder hier abbaue, mit der Kohle können wir auch unseren Icarus aufladen. Ruhig erst das Holz verwenden. Haben wir perfekt. Jetzt haben wir was freigeschaltet, was ich unbedingt haben wollte. Dann würde ich hier jetzt auch mal aufhören. Was wir noch brauchen werden, ist ein ganzer Schwung Förderbänder. Da stelle ich noch mal den Auftrag für 30 Stück ein. Ruhig noch mehr, weil davon brauchen wir reichlich. Wir haben kein Eisen. Ja, das sind eben alle Sachen, die könnte man auch automatisiert herstellen. Das werden wir auch alles machen, aber der Reihe nach. So, jetzt ein bisschen zu diesen Abläufen, wie das Ganze funktioniert, wie man das am geschicktesten machen kann. Wir haben hier an dem Miner, können wir Förderbänder bauen. Ich mache das jetzt einfach mal. Jetzt kann man auch schön sehen, wie die Drohnen losfliegen und das bauen. Ne? Das hatte ich ja gerade auch schon mal kurz angesprochen. After the conveyor belt is lifted, press keypad 0 to reset the construction height of the conveyor belt to the ground. If you don't want the conveyor belt to be attached to the building, you can try holding down the shift key. So, können wir ja eigentlich hier so you built a smelter, which can smelt basic ranbauen. Ich mach mal direkt 2. Und dann sehen wir jetzt auch schon, dass der eine noch im Strom, in der Reichweite von unserer Windturbine ist, der zweite nicht. Und da brauchen wir dann eben dann die Tesla Tower, die nämlich, das sieht man jetzt hier, die Reichweite vom Stromnetzwerk erhöhen und auch wieder einen eigenen Kreis haben, wo Gebäude mit Strom versorgt werden. So, den packen wir jetzt mal hier hin. Jetzt kann uns natürlich passieren, dass die eine Windturbine gleich nicht mehr genug Strom hat. Das mussten wir dann gleich nochmal schauen. So, hier wählen wir jetzt mal aus, was die herstellen sollen. Das sind Tesla Tower. And expand the power sicher, was wir brauchen. Doch, ich glaube, Iron Ingots sind das. Muss ich nochmal schauen, wie wir das machen. Also ich möchte auf jeden Fall hiermit gleich Sachen herstellen. Dann platzieren wir mal eins davon dort. Und hier kann ich jetzt nämlich dann auswählen. Wir brauchen, oh, okay, wir brauchen kompliziertere Sachen. Circuit Boards und Magnetic Coils. You can upload as many super matrices to the center brain. Dafür brauchen wir das. You can be benefited to unlock more actual world technologies. Okay, es war auf jeden Fall schon mal richtig, dass wir das herstellen. Ja, vielleicht müssen wir das Gebäude noch mal wieder umbauen. Schauen wir mal. So, auf jeden Fall, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Ich schweife ein wenig ab.
ist, wie wir jetzt von den Förderbändern die Sachen in die Gebäude reinkriegen. Und zwar können wir hier einen Sorter ranbauen, der dann da rankommt. Und der holt dann Materialien aus diesem Gebäude raus und bringt sie dort ran. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler gemacht. Nämlich, das Förderband ist gar nicht verbunden. So hätte ich es eigentlich bauen müssen. Und jetzt kann man dann nämlich auch sehen, wie der Sorter hier die Materialien rausholt und zu unserem Smelter bringt, wo dann Sachen hergestellt werden. Vor allem dann, wenn genug Strom da ist, was gerade nicht der Fall ist. Also bauen wir nochmal eine zweite Windturbine in Reichweite vom Tesla Tower, dass sich das alles wieder verbinden kann. Und schon haben wir dann jetzt genug Strom. Für den zweiten brauchen wir auch einen einen Sorter, der dann auch da rankommt. Und so funktioniert das dann halt mit den Förderbändern, dass wir die Materialien vom Förderband runterholen, in eine Fabrik reinbringen. Hier müssen wir auch dann einstellen. Nämlich die. Und auf der anderen Seite können wir das gleiche dann jetzt quasi nochmal machen. Wir bauen auch hier Förderbänder. Die lassen wir jetzt mal hier starten und so. Und gehen dann hier ran mit einem Sorter, der dort die Sachen wegbringt und aufs Förderband wieder legt. So, ne? Und so könnten wir dann die mit den Materialien, die wir hier gebaut haben, die können wir dann an anderer Stelle wieder ja, nutzen und weiterverarbeiten. Interessant, dass wir jetzt schon wieder nicht genug Strom hier haben. Wahnsinn, wie viel Strom hier verbraucht wird. Genau, nicht. Dahin. So, jetzt muss ich noch mal eben schauen. Wir brauchen Platinen für Platinen, oder? Da, hier kann ich ja sehen, was wir für die Herstellung der blauen Würfel brauchen. Nämlich Magnetic Coils und wir brauchen Platinen. Für Platinen brauchen wir Eisenbarren und Kupfer. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier oben mal auch anfangen. Ja, Quatsch. Das ist ja die Kohle. Hier ist unser Kupfer. Das Förderband beginnen wir da und das da nicht. Gehen wir das mal besser in die andere Richtung. So. Auch hier werden dann Smelter benötigt. Machen wir hier erst nur einen, weil das Verhältnis war ja 2 zu 1, ne? Wenn ihr euch noch erinnert. So, und an diesem stellen wir ein Copper-Ingot. Achso, Strom. Wir müssen noch ein paar Tesla-Tower herstellen. Doppelklick. Und dann wählen wir mal 5 Stück aus. So, das dauert einen Moment. Dann können wir hier Förderband schon mal herstellen. Oh, wir haben auch keine Sorter mehr. Okay. Dann müssen wir auch davon welche produzieren. Tesla Tower sind fertig. Dann können wir Nummer 1 mal dort hinstellen. Und jetzt haben wir schon mal die Stromkreise hier komplett miteinander verbunden. Was natürlich immer
eigentlich gut ist, weil man dann ja einen sicheren oder eine bessere Verbindung hat zwischen den einzelnen Sachen. Wenn da mal irgendwo eine Störung ist, dann können das andere Sachen vielleicht auffangen. So, Sorter sind jetzt fertig, genau. Und hier können wir wiederum dann an die Leitung rangehen. Und jetzt werden die Sachen hier auch verbunden. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir das erste Mal eine Assembling-Maschine brauchen. Nämlich, die haben wir hier. Und die würde ich dann mal... denke so... hier platzieren. Okay, ich sehe schon, die Förderbänder, die wir haben, reichen noch bei weitem nicht aus. Können wir schon mal mehr von herstellen. Ja, so. Dann geht das nämlich hier weiter und bauen das dann dort entlang. Gleiche eigentlich. Achso, wir haben nicht genug. Okay, müssen wir eben warten. Jetzt aber. So, und dann kommen wir auch da entlang von der anderen Seite. Und hier brauchen wir wiederum Sorter, die die Materialien dort rausnehmen und da reinbringen. Das gleiche hier. Und in der Assembling-Maschine können wir dann jetzt nämlich auswählen, was wir hier bauen möchten. Und das sind dann die, muss ich mal gucken, die Platinen, genau, die Circuit Boards. Strom hilft auch hier. Ja. Daran jetzt sehe ich schon wieder, wir haben nicht genug. Also brauchen wir mehr Windturbinen. Dafür brauchen wir aber mehr Materialien erstmal. Dann holen wir uns mal da was raus. Da. Eisenerz. So, jetzt müssten wir eigentlich wieder in der Lage sein, genau, nochmal was herzustellen. So, hier können wir jetzt auch noch mal wieder Leitungen bauen. Jetzt muss ich aber mal überlegen. Man kann die ja auch hochsetzen. Also zum Beispiel so. Dann würde ich nämlich hier wiederum einen Sorter daran packen, wo wir dann jetzt, ne, ihr seht es schon, die fertigen Platinen abtransportieren und die könnten wir dann zu unserem Matrix Lab hintransportieren. Das müsste ich nur noch mal mir anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlau ist, aber ich glaube, das Mantling ist eigentlich zerlegen. Genau, dann kriegen wir die wieder ins Inventar und können die woanders wieder aufbauen. Sehr gut. Dieses Förderband hier jetzt könnten wir dann wohin auch immer herbringen, wo wir dann unsere Fabrik haben. Platzieren wir die doch ruhig mal wieder. Ich würde dann sagen, ja, machen wir das Ganze so. Oh, da. Man braucht wirklich viele Ressourcen. Ja, was man natürlich jetzt auch machen könnte, das habe ich noch nicht gemacht, aber wir könnten hier mal zwei Lager bauen.
Und dann packen wir eins ans Ende von Eisenerz und eins am Ende von Kupfererz hin. Einfach nur, dass wir da uns schnell was holen können, wenn wir was brauchen. Okay, gleich haben wir es. Mal dorthin. You built a storage, which can be used to store cargo. You can manually store or use the sorter to automatically stock the cargo. Genau, da wird nämlich alles, was wir nicht brauchen, da reingepackt. Das gleiche machen wir hier. Sorter mehr. So, wenn wir dann jetzt gleich wieder Eisenerz brauchen, ne? Da kriegen wir große Mengen aus diesen Speichern raus. Was übrigens man auch noch machen kann, und das zeige ich euch jetzt im nächsten Video. So. Ja, das Schöne ist, man kann ja alles, was man vielleicht falsch macht, ziemlich einfach wieder korrigieren. So, dann können wir hier einen Sorter dran machen. Oh. Das Ganze oben anschließen. So, was man jetzt machen kann, wenn man die Sachen schneller in ein Gebäude haben möchte. Es gibt zum einen die Möglichkeit, später die Sorter aufzuwerten. Man könnte aber auch, wenn man dazu noch nicht die Möglichkeit hat, hier einfach noch einen zweiten ranbauen. Ja, wenn ich hier jetzt die mal rausnehmen würde, dann seht ihr das jetzt, dass die beide da Sachen reintransportieren. Ja, das ist halt... Ups. Habe ich das Falsche zerlegt. Ja, aber wie es funktioniert, ist glaube ich klar, ne? So, damit haben wir die erste Produktionsreihe für unsere blauen Würfel schon mal fertig mit den Circuit Boards. Das Schöne ist, ich habe das Ganze jetzt so quasi aufgebaut, dass wir das noch erweitern können. Also wir könnten hier theoretisch noch mehr Smelter packen. Wir können hier noch mehr von den Assembling-Maschinen bauen und so weiter. Das ist also modular erweiterbar und das ist etwas, das glaube ich ja ganz wichtig ist. Aber das sehen wir dann in den nächsten Videos. Ich habe ja schon mal so ein bisschen vorab gespielt gehabt und ach, hier fehlt der Strom. So, dann ist es nämlich nach da trotzdem verbunden. Ja, gut. Ja, das soll es dann schon fürs erste Video gewesen sein. Die Zeit verfliegt. Ich werde dann, wie gesagt, nicht immer alles so im Einzelnen komplett zeigen, was ich baue. Das ist jetzt zu Beginn vor allen Dingen, glaube ich, sehr interessant, um reinzukommen. Später, wenn wir dann so Fabriken, wenn die zum Beispiel auch wachsen und so weiter, dann werde ich das mitunter auch mal außerhalb vom Video machen, weil das vielleicht nicht immer so ganz spannend
anzusehen ist. Aber ja, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, wie gesagt, lasst mich das gerne mit einem Like wissen. Dann weiß ich auch, ob ich die Serie immer weiterführen soll oder... Genau, ne? Jetzt komme ich wieder nicht zum Ende, deswegen machen wir es kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Krillo. Ciao.